Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Jürgen Schütz und herzlich willkommen zu Kunstwerke aus dem Wald, Teil 2. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich letztes Jahr versucht, Fliegenpilze zu finden und ich werde mich dieses Jahr wieder, beziehungsweise ich bin bereits im Wald auf der Suche nach tollen und coolen Fliegenpilzen. Mal schauen, ob ich irgendwas finde. So, ich habe jetzt hier eine kleine Pilzgruppe gefunden. Es sind zwar keine Fliegenpilze, aber immerhin besser wie gar nichts. Diese Pilzgruppe hier möchte ich ganz gerne fotografieren. Ich fotografiere das Ganze mit der 90 mm Festbrennweite. Die Blende liegt bei mir bei f4.0, damit ich noch ein bisschen Tiefenschärfe habe. Ich wollte nicht auf 2,8 runter. Die Belichtungszeit beträgt eine Drittelsekunde und der ISO-Wert liegt bei 100. Fokussieren tue ich das Ganze mit Focus Peaking. Das heißt, ich werde das Ganze manuell fokussieren. Ich fokussiere hier auf die vorderste Kante der ersten Pilzgruppe, werde dann ein Bild machen. Dann werde ich den Fokus ein bisschen weiter nach hinten drehen, noch ein Bild machen. Das Ganze mache ich dann bis zu der hinteren Pilzgruppe, sodass alle der Pilze im Schärfebereich liegen. Damit ich dir noch ein bisschen genauer das Fokus-Stacking erklären kann, habe ich eine Pflanze auf meinem Balkon fotografiert und zwar mit Blende 2,8. Natürlich hätte ich jetzt hier bei dem Makroobjektiv auch auf Blende 8 gehen können, doch da hätte sich jetzt hier meine Belichtungszeit um einiges vervielfältigt, denn hier mit 2,8 war ich bei einer 320. Sekunde und eine 320. Sekunde habe ich wunderbar aus der Hand halten können. Das nächste Foto, wo ich dir zeige, ist nämlich direkt aus der Hand entstanden und ich finde, das ist das beste Foto, die beste Ausbeute von dem Tag im Wald. Bei einer Blende 2,8 siehst du jetzt aber auch schon, wenn ich nur ein Bild mache, habe ich jetzt hier, naja, nicht allzu viel Schärfe, beziehungsweise keinen allzu großen Fokusbereich. Der Fokusbereich liegt jetzt hier ganz genau an der Spitze vom Stempel und vielleicht noch hier unten ein wenig, aber alles andere ist unscharf. Der Hintergrund ist total toll, der gefällt mir so, der ist schön weich, nicht unordentlich, nicht unaufgeräumt, schön soft und smooth. So soll es ja sein, nur eben hätte ich jetzt ganz gerne den Rest von der Blüte auch scharf gestellt und deswegen muss ich Focus Stacking betreiben. Focus Stacking ist nichts anderes, als dass ich hier ein Bild anfertige, dann den Fokusring ein bisschen in die richtige Richtung verschiebe, dann habe ich hier den nächsten Bereich, wo scharf gestellt worden ist. Das habe ich nur noch hier oben ein wenig die Unschärfe drin und hier unten dafür scharf und der Rest vom Stempel ist hier schon ziemlich scharf gestellt worden. Dafür jetzt die Spitze nicht mehr und beim dritten Bild habe ich dann hier den kompletten Blütenbereich scharf gestellt, bis auf den Bereich, aber den hatten wir im ersten Bild drin und den unteren Teil des Stempels. Natürlich macht man von einem Motiv mit in Focus Stacking viel, viel, viel mehr Bilder wie nur drei. Ich wollte es jetzt hier nur ganz kurz veranschaulichen. Und wie das Ganze jetzt hier mit Photoshop und Lightroom zusammengerechnet wird, zeige ich dir jetzt gleich im Anschluss. Zurück aus dem Wald, direkt hier an den PC. Ich konnte diese kleine Pilzgruppe hier fotografieren. Es ist kein klassischer Fliegenpilz, wie ich mir den vorgestellt habe. Aber naja, man kann nicht alles haben. Diese drei Pilze hier hatten mir allerdings auch sehr gut gefallen. Wie du jetzt hier sehen kannst, habe ich das Ganze mit ISO 100 fotografiert. Wieder mit meiner Festbrennweite, das ist das 90mm Makroobjektiv von Tamron. Ich glaube, es ist eins der ersten Makroobjektive aus dem Hause Tamron. Also die erste Generation. Mittlerweile gibt es ja die dritte oder die vierte Generation schon. Ich bin mir gar nicht so
so ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich das Objektiv ganz günstig damals in einem Auktionshaus ersteigern können. Dann bin ich auf eine Blende von 2,8, also ich habe alles aufgemacht, wo nur gegangen ist, damit ich hier wirklich den Hintergrund ziemlich unscharf bekomme. Allerdings ist dann aber auch mein Fokus, mein Schärfebereich ziemlich gering. Aus dem Grund habe ich hier eine Belichtungsreihenfolge gemacht, beziehungsweise ich habe das Bild gestackt. Ich habe hier mit jedem weiteren Foto den Fokus weiter nach hinten gesetzt, sodass hier von vorne bis hinten alles scharf ist. Die ISO war 100 und die Belichtungszeit war 1/13 Sekunde in jedem Bild. Zuallererst analysiere ich das Foto und möchte mal herausfinden, was mich da so ein bisschen stört. Mich stört hier zum Beispiel, dass die Lichter hier hinten ziemlich hell sind. Die lenken doch direkt von dem eigentlichen Motiv sofort ab. Das muss ich versuchen, ein bisschen dunkler zu bekommen. Dann gefällt mir hier das Blatt nicht. Es wäre schön, wenn das Blatt hier oben in die Ecke reichen würde. Mal schauen, was wir hinterher noch in Photoshop dann ausbessern können. Und hier hat der Pilz wohl ja schon etwas gelitten und da war es etwas matschig. Ich kann es mal versuchen, dir das anzuzeigen. In einem Bereich da, wo der Fokus ein bisschen schärfer ist. Jetzt hier wird es schon ein bisschen besser. Ja, hier ist einfach so eine Lücke. Die möchte ich hinterher auch ausbessern, ausgleichen. Ja, das sind so die Punkte, die ich anwenden möchte und ich fange hier einfach mit dem Foto an und hier kann ich die Schärfe von dem Foto am besten beurteilen, denn es bringt mir nichts, wenn ich jetzt hier hinten irgendwie einen Schärfebereich habe und nicht genau sehe, was hier vorne sich abspielt. Deswegen werde ich mit dem Bild anfangen. Ich werde alle Werte dann hinterher auf die anderen Bilder übertragen. Ich fange gleich mal mit den Grundeinstellungen an. In den Grundeinstellungen werde ich als allererstes mal von wie Aufnahme auf automatisch umstellen. Mal gucken, was da passiert. Das Ganze wird ein wenig wärmer. Gefällt mir schon so einiges besser. Die Belichtung lasse ich erstmal so. Die Lichter werde ich so wie immer ein bisschen runterziehen. Die Tiefen ein bisschen aufhellen. Und dann den Weißpunkt ein bisschen setzen. Ich lasse es mir mal anzeigen, wo es anfängt auszubrennen. Hier hinten, das ist egal. Ich möchte es ja sowieso abdunkeln. Von daher kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr Weiß reinballern. Ja, aber auch nicht zu viel. So um die, naja, sagen wir mal um die 30. Den Schwarzwert werde ich mir ein bisschen nach unten ziehen. Und die Kontraste anheben. Okay, sieht schon ziemlich cool aus. Klarheit, Dynamik. Dynamik werde ich vielleicht ein bisschen reinknallen, damit auch die nicht so gesättigten Farben ein bisschen besser zur Geltung kommen. Dann gehe ich hier in die Details. Ich werde mir das hier auf 100% anzeigen. Ich werde das Foto schärfen mit ungefähr 80 bis 90, doch eher 90. Den Radius werde ich auf 0,7 runter. Regulieren Details werde ich hier auf 40. Ich drücke mal die Alt-Taste. Ich gehe trotzdem auf den klassischen Standardwert von 40. Danach zoome ich aus dem Bild raus und dann maskiere ich mir den Bereich, wo die Schärfe liegen soll. Eigentlich soll die Schärfe sich nur auf den Pilz auswirken, denn alles andere wird sowieso in der Unschärfe verschwinden. Danach wechsle ich in den Bereich HSL Farbe Schwarz-Weiß. Dort werde ich die Luminanz, mehr Blau haben wir in dem Fall nicht. Ich werde die Sättigung jetzt hier anheben im Bereich von den Grüntönen, Gelbtönen, Rottönen, vielleicht ein ganz klein wenig Blau, wobei Blau ist da überhaupt keins drin. Das können wir komplett außer Acht lassen. Ich zoome hier nochmal auf 100%. Ich sehe hier leicht die chromatische Aberration. Die verschwinden gerade noch so in der Unschärfe. Die werden dann sicherlich in den anderen Bildern deutlicher zu sehen sein. Deswegen wechsle ich hier auf die Objektivkorrektur und werde die chromatische Aberration anhaken. Und ich denke, die Profilkorrekturen kann ich auslassen, denn ich möchte hier sowieso eine kleine Vignette um die Pilzgruppe drin haben. Deswegen wäre es jetzt Blödsinn, wenn ich jetzt hier die Vignette mir rausrechnen lassen würde. Ich denke, das war soweit die Entwicklung hier in Lightroom. Das Einzige, wo ich jetzt noch machen muss, sind all die Werte, wo ich jetzt hier eingestellt habe, auf die anderen Bilder zu übertragen. Dazu markiere ich mir das Foto, wo ich die Veränderungen gemacht habe und klicke mit der gedrückten Shift-Taste auf das letzte Bild, sodass alle markiert werden. Gehe dann hier auf Synchronisieren. Stelle sicher, dass auch alle Werte angehakt sind, die ich verändert habe. Deswegen gehe ich meist hier auf Alles auswählen. Da kann ich sicher sein, dass ich keinen Wert vergesse. Klick dann auf Synchronisieren. Das dauert einen ganz kurzen Moment. Du siehst dann schon hier, wie sie nach und nach synchronisiert werden. Und sobald es dann abgeschlossen ist, klicke ich hier mit der rechten Maustaste auf diese Bildreihe und sage jetzt hier Bearbeiten in Adobe Photoshop, aber nicht den oberen Punkt, sondern in Photoshop als Ebene öffnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann brauchst du sie nicht nochmal selber stapeln. Wenn Photoshop alle Bilder geöffnet hat und die Fotos werden dir hier als Stapel angezeigt, markierst du alle Bilder, indem du die Shift-Taste drückst und auf das unterste Foto in deinem Stapel klickst, sodass hier alle markiert werden. Gehst hier oben auf Bearbeiten und sagst als erstes mal Ebene automatisch ausrichten. Denn dadurch, dass ich hier von Hand fotografiert habe und durch das Auslösen
immer wieder leichte Erschütterungen drin hatte und dadurch auch die Kamera unter Umständen ein bisschen von der Position sich verändert hat, kann ich es nicht ausschließen, dass das ein oder andere Bild eben nicht exakt übereinander liegt. Aus dem Grund werde ich jetzt mir hier die Projektion auswählen, wie ich das Ganze automatisch ausrichten möchte. In der Regel ist die automatische Ausrichtung von Hand ziemlich genial. Unter Umständen kann es sein, sobald du mit einem Stativ fotografierst, dass du hier unten auf Repositionieren klickst. Das sind minimale Unterschiede, die sich aber dann doch im Endeffekt auswirken. Wir bleiben aber hier bei Auto, denn ich habe von Hand fotografiert, sag okay, lass das Ganze mir reinrechnen. Das Ganze wird wieder einen kleinen Moment dauern. Du siehst schon, ich habe nicht hundertprozentig die Kamera an die gleiche Stelle gehalten, denn ich habe jetzt hier oben einen Bereich, wo keine Pixel mehr sich befinden. Und hier unten, die sind einfach zustande gekommen bei dem Übereinanderlegen. Im nächsten Schritt geht es darum, dass ich die Pilze von vorn bis hinten komplett scharf bekomme. Ich lasse sie so markiert, wie sie sind. Gehe hier oben wieder auf Bearbeiten und auf Ebene automatisch überblenden. Es gibt sicherlich zig andere Methoden, um mir hier das Fotostacking ineinander zu rechnen, aber warum soll ich es mir denn schwer machen, wenn ich das jetzt hier mit einem Klick wunderbar realisieren kann. Im nächsten Dialog wähle ich noch aus, was es denn genau ist. Es ist kein Panorama, sondern es ist ein Bilderstapel. Ich drücke dann einfach auf OK. So, die Berechnung ist abgeschlossen und ich bin mit dem Ergebnis äußerst begeistert. Das ist jetzt von vorn bis hinten wirklich geschärft worden. Man sieht es hier ganz deutlich, welche Bereiche in einer Maske pro Bild aktiviert worden ist. Überall da, wo weiß ist, ist so ein bisschen von dem Foto in das endgültige Komplettbild eingewandert und wunderbar. Die Schärfe sitzt super. Alles ist hier von vorn bis hinten durchgeschärft worden. Ganz tolle Arbeit von Photoshop. Okay, hol mir eine neue komplette Ebene mit Steuerung Alt, Shift und E. Und als allererstes werde ich mir den Nick-Filter anwenden. Den Nick-Filter werde ich bei diesem Foto in verschiedenen Arten anwenden. Als nächstes kommt mein Liebling, der Pro-Kontrast. Und den werde ich jetzt hier so ein bisschen umregulieren, den dynamischen Kontrast so um 25. Den Kontrast korrigiere ich so um die 15, 16. Den Farbstich werde ich auch ein bisschen entfernen. So wäre es auch ganz cool von der Farbstimmung her. Ich glaube, ich lasse es so. So gefällt es mir ganz gut. Als letztes gehe ich hier auf den Brillanzfilter und werde mir den so ein bisschen reinzeichnen mit der perspektivischen Sättigung, aber nicht zu viel. Das Ganze ein bisschen kühler gestalten, sodass es nicht zu warm ist. Ja, werde ich es auch wieder ein bisschen zurücknehmen. So, dafür die Sättigung ein bisschen anheben. Das Grün soll leuchten. Gefällt mir schon ziemlich, ziemlich gut. Bestätige das Ganze mit OK. Vielleicht werde ich jetzt hier die Deckkraft bei allen dreien bzw. allen beiden so um die 85% nur anwenden. So, ich denke, jetzt werde ich noch einen dritten Filter anwenden, indem ich hier nochmal auf Hinzufügen klicke. Und dann werde ich jetzt hier den Detail Extractor mir ins Bild zeichnen. Es bringt nicht viel, wenn der Detail Extractor sich jetzt hier auf den unscharfen Bereich auswirkt. Von daher gehe ich hier auf das Plus-Symbol, markiere mir einen Bereich, schaue mir so ein bisschen den Radius an, wie groß das ist, ungefähr so, und werde dann mit gedrückter Alt-Taste den Radius einfach verdoppeln und überall dahin legen, wo ich es letztendlich haben möchte. Hinten und hier und hier und auf dem Stamm auch. Und vielleicht nehmen wir auch noch hier einen hin. Okay, und was schön war, vielleicht hier unten sogar auch noch ein. Okay, so finde ich es richtig cool. Sag okay und lass mir das Ganze in Photoshop in mein Bild reinrechnen. Okay, als nächstes werde ich mir ein paar Luminanzmasken in das Bild holen, indem ich hier auf meine Aktionen klicke. Hier oben sind die Luminanzmasken. Wie du die Luminanzmasken selber erstellen kannst oder wo du sie zum Download auf meiner Webseite findest, blende ich dir oben in der Info ein und check das Video aus. Und dort sage ich dir auch, wo du sie kostenlos herunterladen kannst. Ich klicke hier auf Luminanzmasken erstellen. Das dauert einen kurzen Moment, bis die reingerechnet worden sind. Sobald die Luminanzmasken erstellt worden sind, befinden die sich unter dem Reiter Kanäle. Wenn du Kanäle nicht finden kannst, gehst du hier oben auf Fenster. Dort gibt es den Punkt Kanäle. Einfach anhaken, dann wird der auch dir angezeigt. Ich klicke hier drauf und hier befinden sich die Luminanzmasken. Ich gehe als allererstes auf die Lichter 2, drücke die Steuerung-Taste und einmal hier auf die Miniaturansicht, sodass ich hier eine Auswahl erhalte. Gehe zurück auf Ebene, gehe auf die rot markierte Ebene und hole mir hier eine Gradationskurve ins Spiel. Die Gradationskurve werde ich in der Mitte anpacken und so ein bisschen nach unten ziehen. Ungefähr, ja, so reicht's schon. Danach gehe ich wieder auf die untere Ebene,
und gehe wieder auf Kanäle. Und dieses Mal gehe ich auf die Lichter 4, denn ich möchte jetzt nur noch die ganz, ganz hellen Bereiche bearbeiten. Und wenn ich jetzt hier die Steuerung-Taste auf die Miniaturansicht klicke, siehst du, welche Bereiche jetzt hier von betroffen sind. Die werden jetzt hier umrandet. Ich gehe wieder auf Ebene. Ich klicke hier auf die rot markierte Ebene und hole mir eine weitere Gradationskurve ins Spiel. Und auch die werde ich jetzt ein wenig abdunkeln. Jawohl, so. Ich wechsle noch einmal auf die untere Ebene und gehe wieder auf Kanäle. Und dieses Mal gehe ich auf die Mitteltöne 1. Drücke die Steuerung-Taste, klicke hier einmal in das Bild hinein. Es gibt mir eine Warnung aus, dass nur noch, dass keine 50% Pixel mehr zur Verfügung stehen würden. Das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich ignoriere das einfach, sage okay. Gehe wieder auf Ebene, klicke hier auf die rot markierte Ebene, hole mir eine weitere Gradationskurve ins Spiel und auch da habe ich eine Maske. Und jetzt werde ich jetzt hier eine kleine S-Kurve reinzeichnen. So, um den Kontrast ins Spiel zurückzuholen. Ungefähr, ja, so, ist schon ganz cool. Ja, vielleicht ist es ein bisschen zu stark. So, als nächstes werde ich mir erst allererstes mal den Schnitt von dem Bild zurechtrücken, denn ich habe ja hier immer noch die Bereiche, wo keine Pixel mehr vorhanden sind und ich hatte irgendwelche Bereiche hinzugemalt. Das muss natürlich alles weg, das geht so natürlich nicht. Aus dem Grund gehe ich jetzt hier auf das Freistellungswerkzeug. Ich werde das Ganze mir hier ein bisschen nach rechts einrücken, ungefähr so, denn die hellen Bereiche hier an der rechten Kante möchte ich nicht mehr sehen. Dann werde ich es von oben ein bisschen nach unten ziehen, ungefähr so. Auch hier auf der linken Seite werde ich ein bisschen nach rechts gehen, ungefähr so. Und auch hier unten werde ich ein klein wenig vom Bild abziehen. So, ich denke, das ist so schon ganz gut. Ich drücke mal Shift und O, damit ich die Spirale verändern kann. Jawohl, der Blick geht jetzt in dem Fall genau hier auf den Pilz. Ja, so geht dahin. Gefällt mir schon ziemlich gut. Auch so gefällt es mir. Jawohl, super. Ich bestätige das Ganze mit dem Haken oder mit OK. Und als nächstes brauche ich eine neue komplette Ebene. Steuerung, Alt, Shift und E. In dem Fall werde ich jetzt hier auf Filter gehen, auf Kamera-Raw-Filter und nochmal eine kleine Cross-Entwicklung durchführen, denn ich möchte die dunklen Bereiche doch noch ein bisschen aufhellen, die Lichter noch ein bisschen runter. Ich werde mit den Lichtern mal anfangen, mal gucken, was sich da noch machen lässt. Dann ist die Tiefen noch ein bisschen anheben. Jawohl. Den Weißpunkt noch ein bisschen nach oben, den Schwarzpunkt noch ein bisschen runter, damit es noch knackiger wird. Den Kontrast ein bisschen rein, nicht zu stark. Vielleicht ein bisschen mit der Belichtung nachregeln, jawohl. So ist es schon ganz gut. Das hier gefällt mir noch nicht, das ist noch zu hell. Kriegen wir aber auch noch hin. Die Klarheit können wir noch ein bisschen raufballern. Und dann vielleicht nochmal die Dynamik ein bisschen anheben. So ist es schon ganz schön. Ich gehe hier auf die Objektivkorrekturen und gehe jetzt hier mal in das Bild rein. Und hier sieht man, ja, ein paar hässliche lilane Kanten. Das Tamron ist halt einfach schon alt. Chromatischen waren da halt doch schon noch sehr stark enthalten. Macht nichts, wir bekommen die weg. Ich gehe mal so weit runter, bis ich jetzt hier zumindest mal hier im Schärfebereich nichts mehr erkenne. Den Rest da drüben können wir zustempeln. Ich kann noch ein bisschen zurückgehen auf 8. Aber auch Grün muss ich ein bisschen reduzieren. Ich gehe hier bei Grün auf 4 runter. Ich denke, so ist es ganz okay. Bestätige das Ganze mit okay. Gehe zurück in die Aktionen. Ich habe hier eine Aktion, die heißt Frequenztrennung Details. Auch wenn du diese auch haben möchtest, kostenlos herunterladen willst. Ich blende dir oben in der Infobox ein Video ein. Dort zeige ich dir genau, wie das funktioniert und wo du das Ganze kostenlos herunterladen kannst. Ich klicke hier auf die Frequenztrennung Details. Lass es kurz reinrechnen. Photoshop fragt mich jetzt, was für ein Radius ich anwenden möchte. Ich suche mir hier einen Bereich aus und gehe so weit runter oder nach oben, bis ich keine Details mehr erkenne. Und ich denke, das wäre jetzt hier so, damit es gerade ist bei 7. Und da kommt nochmal eine Abfrage, da wo ich den gleichen Wert wieder eingeben muss. Da gebe ich auch 7 ein. Bekomme hier eine komische graue Maske. Und jetzt kann ich mit einem weißen Pinsel 100% Deckkraft oder Deckkraft nach dem, wie du sie haben möchtest, mir jetzt hier die Schärfe ins Bild zeichnen. So ist es, glaube ich, schon ganz gut. Wenn das dir zu viel ist, kannst du hier mit der Deckkraft das Ganze noch ein bisschen nach unten regulieren. Ich wollte jetzt hier so auf 75% gehen und jetzt das Foto genial nachgeschärft. Okay, jetzt kümmern wir uns um die Dinge, die mich jetzt hier noch so ein bisschen stören. Hier dieser Matschfleck stört mich gewaltig. Dazu werde ich mir eine neue Ebene anlegen, Steuerung, Alt, Shift und E. Gehe auf den Kopierstempel, suche mir hier einen Bereich raus. So, vielleicht den.
So ist es schon ganz gut. Als nächstes haben wir jetzt hier oben noch das Blatt. Das ist jetzt gar nicht so schön. Dazu brauche ich dieses Auswahldreieck. Ich ziehe mir jetzt hier einen Bereich raus, ungefähr so in dieser Größe. Drücke Steuerung und J, damit ich diese Auswahl auf eine neue Ebene kopiert bekomme. Mit dieser kopierten Ebene drücke ich einmal Steuerung und T fürs Transformieren-Werkzeug. Klicke hier mit der rechten Maustaste rein und sage als allererstes einmal drehen. Denn ich möchte ja, dass das Blatt hier oben in der Ecke ausläuft. Also muss ich es ein bisschen drehen. Damit es aber noch reinpasst hier, muss es noch ein bisschen angepasst werden. So vielleicht. So ist es, glaube ich, schon ganz gut. Und jetzt kann ich nochmal hier mit der rechten Maustaste reinklicken und sagen verzerren. Und dann ziehe ich mir das Blatt einfach bis zur Kante da hinein. Ja, so. So ist es, glaube ich, schon ganz gut. Bestätige das Ganze mit OK. Jetzt habe ich natürlich hier komische Ränder, die sind natürlich nicht so toll. Deswegen brauche ich eine Maske. Ich klicke hier unten auf das Maskensymbol und hole mir einen Pinsel mit einer schwarzen Farbe und die Deckkraft werde ich ein bisschen nach unten regulieren, so 50, und werde jetzt hier das ausmaskieren. Was mich jetzt stört, ist diese Kante hier, die bekomme ich jetzt gar nicht so einfach weg, weil da unten drunter fängt dann gleich das Blatt wieder an. Aus dem Grund brauche ich nochmal eine neue Ebene, Steuerung Alt, Shift und E. Und dann werde ich hier in das Ausbessern-Werkzeug klicken und werde mir jetzt hier einen Bereich aufmalen, ausgebessert werden soll. Und dann ziehe ich den einfach so ein bisschen nach unten. Und das ist jetzt hier schon ziemlich gutes Ergebnis. Ja, so gefällt es schon ziemlich gut. So, und zum guten Schluss gehe jetzt hier auf das Auswahl-Ellipsen-Werkzeug und werde mir jetzt hier eine wirkliche Vignette reinmalen. Ich setze hier ein Bild an, ziehe mir die so ein bisschen auf, da wo sie mir am besten gefällt, ungefähr so in dem Stil. Gehe hier auf Auswahl verändern, weiche Kante, 1000 Pixel, sage okay. Gehe jetzt hier oben auf die Tonwertkorrektur, werde das Ganze ein bisschen heller zeichnen. So, dann werde ich sagen, Auswahl umkehren. Erstmal erneut auswählen, danach Auswahl umkehren. Eine weitere Tonwertkorrektur und den äußeren Bereich einfach stark abdunkeln. So, und das ist das finale Output. Ich denke, das sieht ganz cool aus. Wir können mal vergleichen von dem, wo wir gekommen sind. Das Bild war das Ausgangsmaterial. Das haben wir daraus gemacht. Ausgangsmaterial haben wir draus gemacht. Ich denke, es ist ein sehr, sehr starker und krasser Unterschied. So, wenn dir das Foto genauso gut gefällt wie mir und wenn du dieses Foto bei dir an der Wand hängen haben möchtest, musst du folgende drei Dinge tun. Als allererstes hätte ich von dir ganz gerne einen Daumen nach oben bei diesem Video. Dann als nächstes möchte ich wissen, warum du dieses Foto haben möchtest und wo du es unter Umständen hinhängen willst. Schreibe mir das in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt. Und der dritte Punkt ist: Teile dieses Video mit deinen Freunden auf Facebook, Instagram, wo auch immer. Ich möchte, dass dieses Video viral geht. Dazu brauche ich deine Hilfe. Teile dieses Video. Es ist ganz wichtig. Wenn du diese drei Punkte erfüllt hast, und ich denke mal so, ich werde mir bis zum 15. Oktober 2017 Zeit lassen, alle Kommentare, die beinhalten, warum sie dieses Bild haben möchten und wo es dann aufgehängt wird, werde ich auswerten. Und der Kommentar, der mir am besten gefällt, mit dem werde ich dann in Kontakt treten und wir werden die weiteren Vorgehensweisen klären. Du bekommst das Bild von mir kostenlos. Das Einzige, wo ich nicht tragen möchte, sind die Versand- und die Verpackungskosten. Da werden wir aber sicherlich uns auch einig werden. So, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Das Foto gefällt dir. Wenn dem so ist, wie immer, Daumen nach oben. Bei Fragen kommentieren. Wenn du das Bild haben möchtest, auch kommentieren. Falls du zum allerersten Mal dabei bist, da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Abonniere jetzt meinen Kanal und klick auf die kleine Alarmglocke, damit du auch jedes Mal informiert wirst, wenn ich ein neues Video herausbringe. Das war's von mir. Mein Name ist Jürgen Schütz. Ciao, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.